Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute mal aus einer ungewohnten Perspektive, würde ich sagen. Könnt ihr meine Kommentare schreiben, ob euch das so gefällt oder ob ich so wie immer machen soll. Ist halt ein bisschen anders, bisschen mehr Platz, aber nicht wirklich viel. Egal. Ich habe euch ja schon mal in einigen Videos von mir vorgestellt, so ein Gimbal, ja, für Smartphone oder Actioncams. Oder wenn man ihn noch ein bisschen modifizieren kann, auch für Kompaktkameras. Und heute habe ich ihn halt mal, oder wollte ich euch mal vorstellen, habe ich mir gekauft, ja. War ein Angebot bei Amazon für roundabout 109 Euro. Den Sion, egal, Smooth 4. Ich habe euch ja schon mal den Smooth Q vorgestellt, ne. Und was ist an denen anders? Das werden wir gleich mal sehen, wenn ich es auspacke. Wir gucken uns mal hier uns den Karton an. So sieht das gute Stück aus der Nähe aus. Von vorne haben wir ein Produkt, ja, Fotografie drauf. Hier nochmal der Name. Dann haben wir hier nochmal das Modell. Ja, so. Und hier sonst ist nichts weiteres, außer die Rückseite natürlich noch. Da seht ihr, ja, was in Inhalt, also was der Inhalt ist. Ja. Wir haben einmal diesen Gimbal, wir haben ein kleines Stativ, ein Ladekabel und noch so eine Art wie ja, Transportcase, ja, sag ich jetzt mal. Den gab es vorher mal in Weiß, also da kam man raus, dann gab es jetzt irgendwie die schwarze Version. Ich habe ihn hier in Schwarz gekauft, weil gefällt mir halt besser. Ich hoffe, das war so. Für mich ist es auch eine ungewohnte Perspektive. Naja, ich habe hier schon mal das Siegel irgendwo, genau. Also ich habe es mal aufgemacht und man hat auch schon mal geladen, das gute Stück. Aber wir schauen das mal zusammen rein, das Ganze raus. Machen. Tu mal den Karton jetzt bitte weg. Wir haben hier eine, ja, was ist das? Ja, eine Mappe, da sind die Gebrauchsanweisungen drin. Ist alles leider in Englisch. Da empfehle ich euch einfach auf der Seite, die ich unten in der Videobeschreibung verlinke, einfach mal vorbeizuschauen. Da seht ihr auch die ganzen Treiberprogramme. Firmware-Updates. Ja, auf den Karton, der war übrigens sehr gut eingepackt. Da ist hier auch so ein, ja, ich sag mal, Mikrofasertuch, wollte ich mal sagen. Ich hoffe, dass es eins ist. Ich habe keine Ahnung, war halt mit dabei oder ist mit dran gewesen. Der Karton an sich war mit so einer Folie umschlossen. Ja, so. Das ist das Case. Schön, dass es dabei ist, aber ich finde, also man kann es auch mal benutzen. Ja, das ist so ein Styropor, was eben halt so ein bisschen verklebt ist. Ist aber im weiterhin Styropor, ja. Und es ist schön, dass es dabei ist. Das kennt man auch, glaube ich, von Drohnen. Aber ich finde, so ein richtiges Case ist es nicht wirklich. Wir machen ihn mal auf. Und so sieht das halt alles aus, ja, was hier drin ist. Da haben wir den Gimbal, Ladekabel und ein Stativ, was dabei ist. So. Ja. Wir haben wieder ein Ladekabel, was von der Qualität her sehr gut ist. Das ist so ein flexibles, schönes, kleines USB-Typ-C-Ladekabel. Seht ihr das? Auch für mich ist diese Perspektive sehr ungewohnt. So, ein Typ-C Ladekabel für den Gimbal zum Laden oder auch eben halt Firmware draufzuladen. Dann haben wir hier ein kleines Dreibein-Stativ, immerhin, das ist mit dabei. Mit ein Viertel Zoll Gewinde und gummiert und das ist. Ja, müsste Plastik sein oder so ein Aluguss. Ich weiß nicht. Also es fühlt sich stabil an, sag ich jetzt mal. Da müsste Plastik sein. Also ja, immerhin ist dabei. Ja, ein Dreibein-Stativ. Und natürlich zu guter Letzt der Gimbal. Ja. Geht das auch ja. Stramm raus hier. Komm raus so jetzt. Da haben wir hier den Gimbal. Ich habe mich mit dem Gimbal noch nicht so befasst, weil ja, ich wollte es mal ausgepackt haben. Ich habe ihn nur mal geladen gehabt und mal geguckt, ob er grob funktioniert, halt, was er machen soll. Er gimbelt halt rum. Ja, wie soll ich sagen, weil viele sind immer ein bisschen misstrauisch. Kann ich den Gimbal jetzt auch an einem normalen Smartphone nutzen? Also, erstens könnt ihr den Gimbal allgemein nutzen. Ja, also sei es jetzt, ihr habt ein Billo-Smartphone, ja, oder habt eine. Ja, normale Actioncam, ja, oder Kompaktkamera, kommt drauf an, wie er es reinkriegt. Kann man ihn natürlich auch ohne die Software von App Store nutzen. Also er tut halt Bewegungen ausgleichen. Wenn ihr aber ein Smartphone habt, sei es jetzt, also ich sage jetzt mal, das S9, S8, also diese Hochleistungsteile, werden natürlich hier bei diesem Gimbal sehr gut unterstützt. Aber auch mein J7 2017er Version wird auch sehr
gut unterstützt, kann auch viele Sachen nutzen von der App, ja, der Studien-App. Das geht alles, da kann man nicht meckern. Ja, wir haben jetzt hier, also brauchen wir keine Angst zu haben. Und selbst wenn, kann man ihn immer notfalls nochmal zurücksenden. Wir haben hier einige Knöpfe, ja. Natürlich unten den Ein- und Ausschalter. Wir haben einen Lock-Modus, ja, wo man runter macht, dass er eben halt immer auf der Position bleibt. Dann ein, ich glaube, Panorama, war das ein Panorama-Follow-Modus? Ach, keine Ahnung. Wo er eben halt so ein bisschen, wo man ihn schwenken kann, ja, wo er eben halt nicht gelockt ist. Ja. Fototaste erübrigt sich ja, Display und noch Zusatzfunktionen. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz komfort. Wenn ihr dann mal ein Video haben wollt, so ein kleines Erklärungsvideo oder so oder Funktionsweise-Video, gebt einfach in den Kommentaren Bescheid. Wenn nicht, lasse ich es nur bei diesem Unboxing. Gibt ja genug YouTube-Kollegen, die das Teil schon ausgepackt haben. Ja, Menü ist auch klar. Wir haben hier ein Drehrad, auch hier Knöpfe in der Mitte, Knopf. Dann kann man umschalten zwischen Zoom oder Fokus. Ja, da könnt ihr dann hier manuell reinzoomen, rauszoomen oder eben halt den Fokus, zum Beispiel Objekte freistellen. Ja, also diesen Bokeh-Effekt, sage ich jetzt mal. Ja, Aufnahme ist auch klar und hier an und aus. Hier ist der Akkustandsanzeige. Das Drehrad habe ich eben gerade gezeigt mal. Hier ist halt das Ladeport. Hier unten ist die Aufnahme für das Stativ. Ja, leider hat der Gimbal einen kleinen Nachteil. Er kann sich nicht 360 Grad drehen. Hier ist der Anschlag und auf der anderen Seite ist der Anschlag. Also er kann sich nicht um 360 Grad drehen, so wie der Smooth Q. Und eben halt, er hat keinen Joystick hier. Ja? Das ist das Einzige. Also ihr könnt es den nicht so in den Sinne bewegen. Er kann aber Smartphone, ich glaube, bis 300 Gramm kann er tragen. Und er ist auch lustig hier. Was heißt lustig? Er hat hier diese. Ja, seht ihr das? So eine. Ja, er sieht halt nicht billig aus. Es ist hier auch so, ich würde sagen, so ein Guss ist das. Das ist kein Plaster. Das ist so ein Alu-Druckguss, würde ich mal sagen. Auch so eine Hammerschlag hier. Nicht Hammerschlag. Ja, diese Struktur, Lack, wie man es bei hochwertigen Kameras kennt. Auch hier so der Griff ist halt aus Plaster, aber hat auch so die Optik. Und er hat insgesamt vier Modis und insgesamt auch fünf. Da gibt es noch so eine kleine Sache. Und hier haben wir natürlich auch hinten noch auch noch Tasten, die man gedrückt halten kann. Zum Beispiel da kann man ihn locken, da kann man überall schnell mit ihm Bewegungen machen. Und hier hinten kann man ihm halt dann andere Sachen noch machen, die ich noch rausfinden muss. Ja, so sieht es von der Seite aus. Also Zynian, ach, keine Ahnung. Und eben halt, ja genau, und dann kann man ihn noch, also man kann den Gimbal nutzen, ja. Kann hier eine Powerbank dran machen an den Type-C-Ladeport und dann sein Smartphone hier reinmachen. Ja, sein Smartphone reinmachen. Ich bin dauernd aus dem Bild, sorry. Also, diese Perspektive ist noch für mich ein bisschen komisch. Smartphone rein und hier unten, seht ihr das? Da ist auch noch so ein, ja, wie soll ich sagen, eine Buchse. Zwar nur USB, also Micro-USB, aber eben halt auch zum Laden. Da gibt es auch so ein extra Kabel. Habe ich mir nachbestellt. Ist auch leider nicht eingetroffen. Kann ich euch leider nicht zeigen. Ja, wie gesagt, ein Gimbal kennt man. Also wie jeder Gimbal, gimbelt er so vor sich hin. Und er hat eben halt eine Funktion. Der hat eben halt das Smooth-Q nicht. Man kann halt jetzt hier locken. Ja, da wackelt er nicht mehr so rum. Ist auch gleichzeitig ein Standby. Oder wenn man einen Anruf kriegt, kann man doch mal notfalls mal schnell dran gehen. Obwohl man bei einem Film ja kein Telefon anhaben soll. Ja. Ja, das ist eigentlich das Auspackvideo, also wirklich jetzt nur ein reines Auspackvideo gewesen für den Gimbal. Wenn ihr ein kleines, ja, Anleitungsvideo haben möchtet, schreibt es in den Kommentar. Vielleicht auch noch einen Vergleich zu den ja, Smooth Q, ja, also Vergleich zwischen den Smooth 4 und den Q. Und dann wollte ich sagen, soll es das gewesen sein? Mehr muss ich jetzt hier nicht erzählen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen mehr Erfahrung also, oder wissen wollt, viele YouTube-Kollegen haben es besser gemacht. Aber nichtsdestotrotz, das soll jetzt halt erstmal für Siehst du, seht ihr, dieses Video so ist es gewesen. passiert. War ich viel zu schnell und wieder wie immer unvorbereitet. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Zubehör mir noch dazu gekauft, was auch rechtzeitig angekommen ist. Also das Ladekabel, wo man halt den Gimbal mit Powerbank und gleichzeitig Smartphone laden kann, habe ich leider noch nicht. Werde ich aber unten verlinken, falls es jemand interessiert oder nutzen wollt, ja, schaut einfach mal unten in die Produktgedöns rein, Beschreibung. Aber ich habe ja gesagt, ich habe noch eine Tasche gekauft, weil ich finde, dass ja Styropor ist halt Styropor und hier gibt es extra einen Hersteller, der eben halt für diesen Gimbal eine, ja,
Transporttasche gemacht hat und die auch extra für diesen Gimbal gemacht ist. Ihr seht schon, extra hier ausgeschnitten, wo alles reinpasst. Ladekabel, Stativ und der Gimbal natürlich an sich. Extra für den Smooth 4 gemacht. Und mir gefällt die sehr gut, weil die auch hier keine Taschen hat. Es gibt auch noch Taschen, die haben hier oben, Taschen, ja klar, es gibt Transporttaschen, die haben hier noch eine Tasche drin, ne? Wo eben halt das Smartphone oder Zubehör reinkommt. Aber ich bin da kein Freund von, wenn man das alles zusammenpackt, ist halt, ja. Könnt ihr euch ja vorstellen, was dann passiert. Ja, gut, die Optik kann man sich jetzt streiten, aber interessiert mich nicht wirklich, weil es geht ja um den Schutz des Produktes. Ja, man will ja auch lange damit Freude dran haben. Und dann habe ich hier noch ein Zubehör gekauft von dieser Firma. Ich werde es, wie gesagt, unten verlinken, weil, warum soll ich das jetzt einzeln vorstellen, ist ja auch Quatsch, ne? Ja, da haben wir hier so ein Zubehör. Das ist, das kann man so dazwischen machen, ja, zwischen den Gimbal, also unten, ja, wie soll ich sagen, kleinen Augenblick, ich pack's mal aus. Also unten an den Gimbal, zwischen Stativ und Gimbal könnt ihr eben halt das hier dran schrauben. Und da kann ich zum Beispiel, also ich wollte das jetzt die Seite an den Gimbal unten machen, an den Fuß. Ja, an den Fuß. Und hier vorne zum Beispiel jetzt mein ja, Mikro oder mein ja, portables Mikrofon mitnehmen halt, ja. Und ihr habt auch noch hier einen Blitzschuhwürfel, wo ihr eben halt insgesamt ja, drei Stück dran machen könnt, oben, links, rechts, unten. Ja, das geht damit auch. Ist ein ganz praktisches Teil, ist auch nicht so teuer gewesen. Habe ich ja mitgenommen, weil was ist das größte Nachteil, wenn man mit einem Smartphone filmt? Richtig, der Ton. Der Ton, also die Qualität ist gut in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem luftleeren Raum, nein, nicht luftleeren Raum, sondern in einem ja, windstillen Raum. Da ist die Qualität gut, aber sonst ist die Qualität echt beschissen. Ja. Kann ich auch nur empfehlen, ist ganz gut, ist auch aus Aluminium und so. Kann man, ich merke, auch nicht sehr teuer. Das war es auch wirklich, ja. Von den Cyan Smooth 4. Das war's und tschüss.